Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Die neue Peso-Kollektion, weil sie eine No-Name-Kollektion ist, die hat eigentlich keinen Namen, die heißt einfach Peso Spring. Spring Summer oder Spring? Ist auch egal, auf jeden Fall hat sie keinen besonderen Namen, aber die Kollektion ist definitiv besonders. Ich glaube, jeder von euch hat schon auf YouTube das ein oder andere Video dazu gesehen. Allerdings nicht von Justin, das ist eine richtig wichtige Info, habe ich vergessen dazu zu sagen, habe ich gerade im Schnitt erst festgestellt. Ich glaube, das hier, oder ich zeige es so, wie auch immer, das hier müsste die erste Kollektion sein, wo Justin keine Vorstellung auf YouTube hochgeladen hat. Was es für ein Zeichen ist oder auch nicht, können wir vielleicht gerne mal nächste Woche auf Twitch diskutieren. Ist die Kollektion dadurch besser geworden oder nicht? Ich weiß nicht, wir schauen es jetzt gemeinsam an, aber ich wollte es nur dazu gesagt haben. Die Kollektion ist nicht Standard. Da dachte ich mir, hey, ich muss mir ein paar Pieces bestellen und die gemeinsam mit euch anschauen. Vor allem, weil die letzten Peso-Kollektionen waren ja jetzt nicht so... Die haben jetzt nicht so krank überzeugt. Ob die Sachen mehr überzeugen, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Lass uns mit der Track Jacket bzw. dem Tracksuit anfangen. Ich wollte eigentlich nicht diese Farbe, ich hätte gerne eine andere, aber ich habe mir gedacht, Leute, du musst nicht sofort am Start sein, so. Reicht auch, wenn du 15 Minuten später auf der Website bist. Tja, die Farbe, die ich wollte, ausverkauft. Die Denim, die ich wollte, ausverkauft. Also müssen wir uns jetzt hier mit dieser Farbe begnügen. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich sie hier habe, fand ich sie eigentlich sehr, sehr nice. Also sie war deutlich dünner und wirkt auch deutlich nicer als auf der Website. Track Jacket mit so einer zweifarbigen Optik, also dieses Wave-mäßige, dass man die Pieces in zwei verschiedene Farben, Bereiche etc. splittet, haben wir jetzt einfach wirklich oft gesehen. Das ist so die neue Wave-mäßig, das glaube ich so. Haben wir bei Huni Design gesehen, haben wir bei Preach gesehen, haben wir bei vielen Marken gesehen, haben wir jetzt auch bei Peso gesehen. Ich muss aber sagen, hier sehr, sehr gut umgesetzt. Ich feiere die Jacke, sie hat eine schöne Bearbeitung, hat eine sehr schöne Farbe. Ist halt wie so eine Track-Jacket zu 100% aus Polyester bzw. Polyamid steht hier, glaube ich, drin. Was ich sehr cool finde ist, wir haben Reißverschlüsse hier an den Pockets und wir haben innen einen Gummizug. Das heißt, man kann den Fit von der Jacke verstellen, man kann schauen, dass die unten ein bisschen enger zusammengeht. Was halt leider ein bisschen schade ist, Bruder, ich habe L bestellt, ich habe M bekommen, dementsprechend, wir können es jetzt hier in der Fassform anschauen, ist der Fit leider ein bisschen zu klein. Sonst würde ich sagen, ist es, glaube ich, eine sehr schöne Track-Jacket mit einem nice Fit. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dieser Fehler wäre nicht passiert, es wäre wirklich an der L gekommen, würde ich sagen, ist das eine geile Track Jacket. Klar, der Preis ist jetzt nicht ganz so easy, blende ich jetzt hier ein, aber kann man eigentlich schon machen für den Preis. Fit-technisch würde ich sagen, Daumen hoch, qualitätstechnisch auf jeden Fall Daumen hoch, fühlt sich sehr, sehr gut an. Und das ist das erste Piece, was auf jeden Fall eine sehr positive Überraschung war, würde ich mal so sagen. Achso, von hinten die Optik, weiß ich, ob ich es euch schon gezeigt habe. Gut, kann man machen. Hat ein bisschen McDonald's-Vibes, aber ist okay. Natürlich, passend zu der Track Jacket brauchen wir auch noch die Track Pants. Hier hat sich eigentlich nichts verändert im Vergleich zu der Jacket, was den Stoff angeht. Das ist genau der gleiche Stoff, 100% Polyamid, Double Layered. Achso, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Die ist so zweilagig, also dieser Stoff ist, das kann man hier glaube ich sehen, das ist die Hose von innen. Sie ist einfach zweilagig, ja. Dadurch hat das Ganze schon eine gute Haptik so. Es fühlt sich heavy an, beziehungsweise es ist einfach heavy so. Bisschen, also die Hose hat ein bisschen vom Feeling, vom Vibe, vielleicht ein bisschen so diese, ich trage eine Skihose mäßig vom Vibe. Fittechnisch ist sehr, sehr nice. An der Außenseite vom Bein haben wir auch noch eher einen Reißverschluss. Das heißt, wir haben diese Split-Optik, wenn man es haben möchte. Wenn nicht, ist es aber trotzdem eine breit geschnittene Straight-Hose. Und ja, passt, man könnte jetzt hier anschauen. Ich finde, die Hose ist wirklich sehr, sehr nice. Die gefällt mir richtig gut. Und auch hier passt die Size L eigentlich gut. Und als Veredelung haben wir hier sonst noch einen Peso-Stick. Wo muss ich es zeigen? Der ist hochwertig, der ist gut, der ist sehr, sehr, sehr nice umgesetzt. Hier gibt es nichts zu meckern. Pockets, was ich auch sehr geil finde. Hinten zwei zum Reingreifen und vorne oder an den Seiten zwei Pockets mit einem Reißverschluss. Meiner Meinung nach sind die besten Produkte bei Peso schon seit einer ganzen Weile die T-Shirts. Vor allem die Oversize-T-Shirts mit diesem schwereren Baumwollstoff. Genau so eins haben wir jetzt hier. Es hat so einen leichten, ich weiß nicht, ob es ein Acid Wash ist oder irgendeine, also es hat auf jeden Fall einen Wash. Und man kann es so ein bisschen sehen, wir haben so diese Marble-Optik, also so diese Acid Wash-Optik, aber nur sehr dezent und das finde ich sehr, sehr nice. Gefällt mir gut. Stofftechnisch auch absolut nice. Das T-Shirt ist gepeached von außen, nur von außen und fühlt sich deswegen sehr samtig, weich, aber trotzdem hochwertig an. Also finde ich sehr nice. Ich mag auch diese Pocket, dass die quasi angenäht wurde, nachdem unter dem Piece oder unter der Pocket hier was geprintet wurde. Weil hier siehst du es auch, wenn du die Pocket quasi aufmachst, geht der Print in der Pocket weiter. Das heißt, die wurde wirklich quasi zuerst geprintet. Danach wurde das Peso Wave Tag hier angebracht, zusammen mit der Pocket. Und auf der Rückseite haben wir einen schönen Backprint. Peso Adler, also dieser Adler-Motiv, dieses USA-Motiv, dieser Vibe, führt sich quasi durch die ganze Kollektion fort. Wenn man, kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich finde es tatsächlich sehr gut umgesetzt, mir gefällt es. Und mir gefällt auch dieser Backprint. Also ich glaube, das ist tatsächlich mein Favorite Piece. Auch weil der Fit, und den könnt ihr jetzt hier anschauen, ist eigentlich sehr, sehr nice. Der ist super clean, der ist super oversized. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein Ticken kleiner geworden ist, als es mal war. Weil ich hatte bei den Oversized-T-Shirts von Peso immer eine M und war super happy, auch mit der Ärmellänge und so. Hier kann man jetzt sagen, könnte vielleicht ein Ticken länger sein, der Ärmel. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden, weil ich denke, ich behalte diese M. Fittechnisch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist stark. Kragen, ja, könnte ein bisschen breiter sein, die Rippware, könnte ein bisschen enger sein, aber ist halt so. Ich würde den Kragen definitiv anders machen, aber er ist in Ordnung.
So, und zum Abschluss schauen wir uns noch den Hoodie an. Der Wave Hoodie, so heißt er, glaube ich. Und warum er Wave heißt, ist, glaube ich, relativ klar. Ne? Wir haben hier diese McDonald's Wave Optik, die wir jetzt halt auch schon bei der Radlangjacke gesehen haben. Auf der Vorder- und auf der Rückseite, was ich sehr, sehr nice finde. Ich finde insgesamt auch diesen Vibe sehr cool. Mir gefällt auch sehr, dass man hier darauf verzichtet hat, zwei Farben zu machen, sondern einfach eine Farbe gewählt hat, aber trotzdem diese Naht hier quasi eingefügt hat. Und vor allem, wenn man die Seite anschaut vom Hoodie, dann sieht man, dass das quasi ein nahtloser Übergang ist. Das heißt, die Naht vorne und hinten verbinden sich quasi hier auf der Seite, was einen sehr, sehr cleanen und schönen Look gibt. Ich mag auch diesen Print hier vorne, wie gesagt, diese Peso Adler. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, Batterie leer von meinem Licht ist gerade hier ausgegangen. So nice, ich brauche auf jeden Fall gescheite Lichter fürs Studio. Aber zurück zum Hoodie. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch einigermaßen sehen. Es ist ein schwerer Hoodie, 100% Cotton. Allerdings, und da gibt es von meiner Seite dicken Abzug, finde ich echt schade. Man hat sich hier für eine Fleece-Optik entschieden und das ist für mich nicht so ganz verständlich. Dadurch fühlt sich das Produkt für mich deutlich weniger wert an. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Und ansonsten, ein sehr nices Detail sind diese Nähte, die quasi ein bisschen... Also man hat hier etwas mehr Stoff genommen, als man eigentlich braucht. Normalerweise würde das ja hier quasi an der Naht aufhören, aber man hat einfach ein bisschen mehr Stoff genommen. Und dadurch hat man diese Überlappung oder diese interessante Nahtoptik, einfach weil man quasi ein bisschen zu viel Stoff genommen hat. Das haben wir auch an der Dropshoulder. Apropos Dropshoulder, das ist ein ganz interessanter Punkt. Laut der Website hat der Hoodie einen Raglanschnitt, was für mich quasi eigentlich fast ein Grund war, den nicht zu bestellen. Aber da habe ich mir die Bilder genau angeschaut und habe festgestellt, Bruder, was ist los mit euch? Das ist kein Raglanschnitt, das ist eigentlich ein ganz normaler Dropshoulder-Schnitt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns die Passform anschauen. Was ich sehr gut finde, ist Dropshoulder nice, was ich sehr gut finde, Ärmel nice, was ich nicht so gut finde, bunt unten, sehr loose und ein bisschen zu lang. So, versteht ihr, was ich meine? Also man kann diese loose, bunt Optik, diesen Vibe kann man schon fahren und das kann auch ganz cool sein, aber Bruder, dann darf der Hoodie nicht so lang sein. Dann muss er, glaube ich, ein bisschen kürzer sein. Finde ich, hat man hier ein bisschen Potenzial liegen gelassen. Aber in Summe würde ich trotzdem sagen, schöner Hoodie, der sehr tragbar ist. Viele werden den Hoodie safe richtig nice finden. Also, Fazit, bevor jetzt auch noch hier die Kamera ausgeht. Kollektion, auf jeden Fall Daumen hoch. Ich würde sagen, das ist eine nice Kollektion, haben die schon gut gemacht. Bruder, vielleicht hätte man hier und da ein bisschen was besser machen können. Vielleicht hat man hier und da ein bisschen Potenzial liegen gelassen. Fit von der Jacke ist gut. Hätte man vielleicht ein bisschen fresher noch machen können, ein bisschen mehr besonders, aber ist auf jeden Fall absolut nice. Trackpants sehr nice. T-Shirt sehr gut. Kragen, ja, ein bisschen Potenzial liegen gelassen. Und Hoodie einfach ein bisschen zu lang. Ansonsten finde ich ihn eigentlich sehr, sehr nice. Was ich schade finde, ist, ich hätte gern noch die Denim getestet. Vor allem die schwarze mit diesen PSOPs. Die sah sehr, sehr nice aus. Habe ich leider nicht geschafft. Die war dann sold out. Falls jemand von euch die hat und weiß, wie die Hose ist, schreibt es gerne in die Comments. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Movix. Ciao.